Hallo und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans, hier bei Timeout, dem Torwartskanal des EC Bad Nauheims, mit dem letzten Saisonvorbereitungsspiel Rote Teufel gegen die Eislöwen aus Dresden, gegen den Liga-Konkurrenten am Freitag, den 19. September, war es soweit im Köln-Nahr-Stadion vor knapp 1200 Zuschauern. Ja, dieses interessante Duell, das erste Spiel in Sachsen, hat ja die Roten Teufel zu Beginn mit 0:4 verloren. Das war das erste Match auf dem Eis. Zuletzt ein Sieg gegen Essen, 5:4 gewonnen hier zu Hause. Und man wollte also vor diesem letzten Test oder in diesem letzten Test natürlich etwas zeigen, denn man trifft ja auch eine Woche später bereits wieder aufeinander zum Liga-Auftakt, zum ersten Punktspiel. Also hier beide Mannschaften im Wettbewerbsmodus. Und dementsprechend die Roten Teufel, die erneut ohne Tom Pauker antrate, der nach wie vor verletzt ist im Vorwärtsgang. Aber Dresden gleich mal mit dem ersten gefährlichen Schuss. Da mussten die Gastgeber, sie wollten hinten sicher stehen, natürlich aufpassen, dass sie nicht früh in Rückstand geraten. Aber Dresden, erste Strafzeit, dritte Minute, Marcel Rottmann, der Kapitän, ein Powerplay für die Roten Teufel. Aber Dresden setzt sich hier an der Bande durch und hat dann ein Break in der vierten Spielminute. Und da muss auch Nico Rebel zupacken und diese Szene entschärfen. Das war es aber eigentlich auch schon, was man von den Sachsen sah. Gleich die nächste Strafzeit, siebte Minute. David Deck draußen, wieder Powerplay für die Roten Teufel. Das lief ja auch zuletzt ganz ansehnlich, zum Beispiel gegen Düsseldorf. Er versucht das Spiel hier auseinander zu ziehen, kreiselt in der Mitte, sucht am langen Pfosten den Schuss, den freien Mann. Und Kevin Nastuk natürlich auch ein Meister seines Faches, der Rückkehrer von den Eisbären Berlin. Die Spielerteile ganz klar beim Roten Teufel. Nick Denin plötzlich mal ganz frei vor Nastjuk. Und dieser eiskalt pariert er dieses Hartgummi, diesen Schuss. Die Roten Teufel mit mehr Spielanteilen. Hat einen Zug nach vorne. Das Einzige, was fehlte, war das Tor. Auch nach dieser Szene kurz vor der Linie hält wieder Nastjuk. Weiterhin 0:0. Und die Roten Teufel, die Wetterauer jetzt klar spielbestimmend. Ihr vielleicht ein bisschen zu vorschnell abgezogen. Und dann kommt der Konter, der Dresdner, 2:2. Und irgendwie ist das Ding drin. Martin Davidek, 19. Minute. Da hält er mal rein und in den Winkel, in das Lattenkreuz, direkt getroffen zum 0:1. Der Neuzugang aus Ingolstadt, aus der DL, markiert also die Führung für die Eislöwen. Ja, der EC hatte auch nochmal eine Gelegenheit. Alanov hier scheitert erneut an Nastjuk, der hält also seine Mannschaft erstmal diese knappe Führung nach 20 Minuten fest. Ab ins zweite Drittel. Eigentlich dort dasselbe Bild. Die Spielanteile bei den Hausherren, bei den Hessen. Spielerisch sah das Ganze schon sehr viel verbessert aus zu den Spielen zu Beginn der Saison. Na klar, man muss ja 7 Neuzugänge integrieren. Gelegenheit, nur ein Tor schießen, da mangelt's. Da wäre jetzt hier ein Treffer fällig gewesen. Alanov wieder der Schütze, der sich in der ersten Reihe schon so gut wie festgespielt hat. Und wir werden ihn wahrscheinlich auch zu Beginn der Saison dort sehen. Und immer wieder Nastjuk, der musste immer wieder der Kanadier eingreifen. Denn die Roten Teufel waren hier spielbestimmt, hatten ein Übergewicht an Torschüssen. Aber es stand nur noch ein 0:1 auf der Uhr. Also ein perfektes Auswärtsspiel bis dato für die Eislöwen. Die machten das auch insgesamt sehr clever. Bill Stewart hatte seine Mannschaft sehr gut eingestellt. Auch wenn die Roten Teufel agil waren und immer wieder dazwischen gingen, in die Pässe, in die Passwege sie zuliefen. Aber sie machten einfach zu wenig draus in Richtung Torgefahr. Und Dresden, was würden sie tun? Ja, sie kamen nur wenig vors Tor, aber wenn sie kamen, dann wurde es gefährlich. Krumitsch, 27. Minute, nutzt diesen Rebound nach dem Schuss von Steven Rupprich. Und da ist er zur Stelle und macht das 0:2. Also das Spielgeschehen hier ein bisschen auf den Kopf gestellt. Aber was zählt, ist halt die Anzeigentafel. Und weiter ging es in Überzahl. Insgesamt 5-mal die Roten Teufel im Powerplay. Vielleicht jetzt mal ein Treffer. Hier dieser Frosch geht das Ganze. Aber auch dieser Schuss eben nicht im Tor. Also auch diese Gelegenheit verpuffte. Und man bekam ja noch eine weitere im letzten Drittel. Rupprich draußen, 47. Minute, vielleicht jetzt einmal wieder schön zu sehen, wie die Roten Teufel das Spiel auseinanderziehen, immer wieder die ganze Fläche nutzen und dann mal mit dem Rebound, endlich ist das Ding drin, Siege Hofland nach dem Schuss von Joel Johansson, ist Hofland zur Stelle, markiert den Anschlusstreffer, 13 Minuten vor dem Schlusspfiff, 1:2, also noch Zeit genug, um die Partie zu drehen.
Wenn man nun auch mal das Schussverhältnis und die Spielanteile in Tore ummünzen würde, dann würde das Ganze doch wesentlich besser auf dem Scoreboard aussehen. Aber wie gesagt, Dresden mit einer super perfekten Auswärtspartie. Sie übte natürlich die Generalprobe für das erste Spiel in 7 Tagen hier im Köln-Neid-Stadion. Und da wollten sie es wissen. Wieder ein Nachschuss, ein Nachgestocher, wieder Davidek, zweites Tor an diesem Abend, 52. Spielminute. Die Antwort der Eislöwen auf den Anschlusstreffer lautete 3:1 für die Sachsen. Tja, würde Hundteufel nochmal antworten können. Dresden wusste natürlich, wenn wir uns jetzt hier vorne festsetzen, kann hinten nichts passieren. Aber so leicht wollen sich die Roten Teufel nicht geschlagen geben. Dusan Frosch hält nochmal drauf, 58. Minute. Da war auch Nastjuk jetzt mal überrascht und musste so ein Ding aus dem Halbfeld hinnehmen. Der 9. Anschlusstreffer. Tja, aber nur noch 3 Minuten zu spielen, würde die Zeit reichen. Was würden die Gastgeber nun tun? Na klar, was man so kurz vor Schluss eben macht. Man nimmt eine Auszeit. Peter Kojala sammelt seine Mannen um sich. Zeigt hier an, wer aufs Eis geht gleich. Die 6 Mann, weil der Torhüter würde natürlich rausgehen. Das ist klar. Auf der anderen Seite Bill Stewart. Ebenso beides erfahrene Trainer. Thomas Lea bei den Roten Teufeln. Also nochmal alles in die Waagschale werfen. Nochmal volles Risiko gehen. Und wie auch gesagt, das Powerplay jetzt ja mit 6 Mann auch einmal mehr. Das sah ja wirklich schon ganz gut aus, was man bisher gesehen hat. Aber es sollte ganz einfach nicht sein. Man fand das Schuss, die Schusslücke einfach nicht mehr hier gegen Ende des Spiels, wo die Beine natürlich auch noch ein bisschen schwer wurden. Wieder hohe Temperaturen, das Eis doch relativ weich. Und somit also lief die Uhr herunter. 2:3, der Endstand, die Eislöwen gewinnen, aber eine vermasselte Generalprobe hat normalerweise eine super Premiere vor sich. Und das hoffen wir mal, das nächste Heimspiel, wie gesagt, am Freitag, 16. September 19:30, erneut gegen die Eislöwen aus Dresden, das erste Punktspiel der neuen DEL2-Saison. Wir freuen uns, wenn ihr alle im Stadion mit dabei seid und dann später auch wieder hier bei Timeout, eurem Tops-Kanal des EC Bad Nauheims. Bis dahin, macht's gut und tschüss.